In der heutigen SEO-Audits-Episode schaue ich mir die Kaffee-Vollautomaten-Nische an und gebe auch hier wieder mein Feedback, hey, wie schwer ist es denn dort eigentlich zu ranken? Kann ich, wenn ich heute eine neue Seite dort mache, überhaupt noch ranken? Und wie viel Geld kann ich denn erwarten, dort zu machen, wenn ich da auf Platz 1 ranke? Viel Spaß! So, Servus und willkommen zurück zu der 9. Folge von den SEO Audits. Heute schauen wir uns mal die Kaffee-Vollautomat-Nische an. Sehr exotisch, sage ich jetzt mal. Ist auf jeden Fall eine sehr interessante Nische für Affiliates. Kann man definitiv eine Menge an Umsätze machen in dieser Branche. Und ja, ich schätze jetzt einfach mal die Nische ein und versuche so zu schätzen, wie viel Geld man machen kann, wenn man da wirklich extrem gut rankt. Und gehe auch nochmal darauf ein, für wie schwer ich es halte, dort dann mit einer eigenen Affiliate-Seite zu ranken. Wenn wir uns die SERPs mal an, oder allgemein das Keyword jetzt Kaffee-Vollautomat-Test, hat 38.000 monatliches Suchvolumen. Das ist schon extrem viel. Kaffee-Vollautomat-Test ist wirklich schon ein Keyword. Wenn man das eingibt, ist man eigentlich, glaube ich, schon sehr weit schon in dem Kaufprozess. Und ich kann mir gut vorstellen, dass diese Traffic sehr gut konvertiert. Von der 38.000 muss man sich gerade vor Augen führen, ist extrem hoch. 61.000 Klicks, davon sind 32% paid. Das ist eigentlich auch ein extrem krasses Anzeichen, dass in diese Nische etwas geht, wenn ein Drittel der Klicks halt paid sind. Von daher auch da an der Stelle, das finde ich interessant und das sollte man berücksichtigen. Vielleicht jetzt nochmal gerade allgemein, bevor ich jetzt auf Kaffee-Vollautomaten eingehe. Es gibt immer weniger Platz in den Suchergebnisseiten für organische Ergebnisse. Das liegt zunächst einmal an den Ads, die von Google natürlich sehr gepusht werden, zumal auch jetzt hier die Ads sehr unterschwellig aussehen im Vergleich zu organischen Ergebnissen. Das haben die jetzt mit dem letzten Update abgeändert. Dann eigene Google-Produkte bekommen immer mehr Aufmerksamkeit. Gut, für Kaffee-Vollautomat gibt es jetzt kein eigenes Google-Produkt, aber ihr wisst, was ich meine. Und Featured Snippets bzw. allgemein Ergebnisse auf der Suchergebnisseite selbst klauen natürlich auch sehr viel organische Suchergebnisklicks. Ich würde sagen, hier geht's jetzt noch, wenn wir uns hier mal das anschauen. Es gibt auch Keywords, wo jetzt der ganze Above Default nicht ein organisches Suchergebnis zeigt. Wenn wir uns die Position History mal anschauen, sehen wir auch, dass da noch ein bisschen Leben drin ist und Bewegung. Also ich hätte jetzt ursprünglich vermutet, dass das jetzt eine Nische ist, die so von ein paar Big Playern dominiert wird, weil es halt Kaffee-Vollautomaten auch schon wahrscheinlich sehr lange gibt und das Interesse da schon extrem lange herrscht. Von daher finde ich es gerade interessant, dass es da so Bewegung gibt. Auch an den Algorithm-Updates-Tagen, schätze ich mal. Jo, auf jeden Fall, das sieht man eigentlich gerne, wenn man jetzt noch keine Seite da drin hat. Und ja, jetzt vielleicht, bevor ich auf die einzelnen Competitors eingehe, meine Einschätzung, wie viel Geld kann man denn überhaupt verdienen und wieso ist diese Nische so lukrativ? Zunächst einmal sollte man sich bewusst machen, dass man sich hier im hochpreisigen Consumer-Segment befindet. Sprich, so ein Kaffee-Vollautomat fängt vielleicht an bei 200, 300 Euro, aber die Leute, die sind schon bereit, Geld auszugeben und da sind die dann auch schon eher bereit, vielleicht mal 400, 500 Euro liegen zu lassen, wirklich einen richtig geilen Kaffee-Vollautomaten zu kaufen, anstatt jetzt hier in irgendein Billigprodukt zu kaufen. Von daher, selbst wenn es bei 200, 300 Euro anfängt, kann ich mir gut vorstellen, dass auch wirklich hochpreisige Produkte ab 500 Euro sich ebenfalls gut verkaufen lassen. Natürlich kauft man jetzt nicht jeden Tag einen Kaffee-Vollautomat. Wahrscheinlich macht man so eine Investition einmal alle 5 Jahre oder alle 10 Jahre. Und der letzte Punkt, Leute sind ein fucking Kaffee-Liebhaber. Das sollte man auch gerade im Hinterkopf haben, dass Leute Kaffee lieben und auch an der Stelle nochmal extra bereit sind, gutes Geld für Kaffee-Vollautomaten auszugeben. So, der Ricardo kam jetzt gerade rein. Kaffee-Vollautomat ist schon eine coole Branche. So. Kann man viel Geld machen. Ja. Was glaubst du, wenn man so auf Platz 1 rankt für Kaffee-Vollautomat-Test? Wie viel macht man? Fünfstellig. Fünfstellig im Monat. Ja, so wäre jetzt eigentlich auch meine Einschätzung gewesen. Vielleicht nicht ganz fünfstellig, aber auf jeden Fall auch hier ähnlich wie bei CBD-Öl würde ich mal schätzen, zwischen 5.000 und 10.000 Euro im Monat kann man hier machen, wenn man wirklich der Nummer 1 Block ist. So, dann schauen wir uns jetzt mal die verschiedenen Seiten an, die hier ranken. Ich gehe vielleicht auch mal auf ein paar Longtail-Keywords ein, das finde ich hier nämlich sehr interessant
Dann schauen wir uns das mal an und schätzen mal ein, wie schwer es ist, dort zu ranken. Also, wir haben jetzt hier ein Featured Snippet von Coffiness. Dann haben wir den Kaffeevollautomatberater.de. Dann kommen jetzt auf einmal die Authorities mit Chip, Test, Stern, Testsieger.de. Dann haben wir wieder was Spezifisches, nämlich Siebland.com. Dann haben wir Küchengeräte-Test.de. Und dann ganz unten testberichte.de. Zunächst einmal, was auffällt, wir haben jetzt eine Mischung aus Authorities, die hier ranken. Sieht man natürlich nicht so gerne, wenn da so richtig krasse Authorities sich da etablieren. Und halt sehr spezifische Seiten. Und sogar, was ich auch interessant finde, auf Platz 8, eine allgemeine Seite zum Thema Küchengeräte, die dann einen spezifischen Artikel zum Thema Kaffeevollautomaten hat. Also wir sehen, alles ist vertreten, aber es wird dann doch schon notwendig sein, eine extreme Authority zu sein. Ich glaube, das wird niemand so von heute auf morgen erstellen können. Also um da wirklich auf den Top-Positionen zu landen, gibt uns Google schon vor, muss man eigentlich einen spezifischen Blog zum Thema Kaffee bzw. Kaffeevollautomaten machen. Auch jetzt hier, da weicht gerade Ahrefs von dem ab, was hier angezeigt wird. Platz 1 Coffiness, Platz 2 Kaffeevollautomatberater. Von daher, wenn man jetzt vielleicht eine etwas allgemeinere Seite hat, die jetzt nicht zufälligerweise eine DA von über 80 hat, weiß ich nicht so ganz, ob man da denn wirklich auch auf Platz 1 ranken wird, wenn man jetzt einen Artikel zum Thema Kaffeevollautomaten schreibt. Und Platz 8 hier in dieser Nische auch einzunehmen, ist sicherlich toll, aber auch da denke ich mir gerade, ich glaube nicht, dass da dann noch so viel Traffic bei rüberkommen wird, wenn man dann wirklich am Ende der ersten Seite ist. Von daher, das sollte man auf jeden Fall berücksichtigen. Es ist echt nicht einfach, hier zu ranken. Und wenn man es will, man kann auf jeden Fall hier die großen Authorities outranken. Das wird hier durch Kaffeevollautomatberater und Coffiness ganz gut gezeigt, dass halt auch kleine, individuelle Publisher da ranken können. Aber laut Google sollte es dann schon was sehr Spezifisches sein. Dann schauen wir uns mal Coffiness und Kaffeevollautomatberater an. Darauf haben wir jetzt lange gewartet, weil Coffiness ist eigentlich echt so das Nonplusultra, so die Bilderbuchseite, wie eine perfekt optimierte Affiliate-Seite so aussehen soll. Also zunächst einmal handelt es sich hier um eine Brand. Das ist nicht irgendeine random expired Domain, die ein starkes Link-Profil hatte, sondern halt wirklich eine aufgebaute Brand, spezifisch zum Thema Kaffeevollautomaten. Mit einer Person, die da namentlich echt dahinter steht. Wir können jetzt hier, das sehen wir sofort, davon ausgehen, hier hat diese Person wirklich die Produkte getestet und nicht einfach so ein Fake-Review gemacht. Das ist schon sehr bemerkenswert. Wenn wir uns jetzt hier mal durchscrollen, sehen wir, wie viel Text hier auf dieser Seite drauf ist. Also man könnte fast schon sagen, dass hier übertrieben wird, weil hier einfach so viel Text drauf ist, dass sich manche Leute wahrscheinlich das nie durchlesen werden. Ich kann mir gut vorstellen, so wie das halt bei so Produktvergleichs-Keywords ist. Es gibt immer zwei Arten von Leute. Die, die einfach nur das beste Produkt auf die Schnelle finden wollen, den muss man visuell über eine Vergleichstabelle klar machen, was das beste Produkt ist. Und dann gibt es die Leute, die sich dann wirklich hinhocken, meinetwegen sogar einen Kaffee trinken und sich dann so einen Artikel mal durchlesen. Das hängt auch sehr stark davon ab, wie hochpreisig das Produkt ist. Aber bei Kaffeevollautomaten kann ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass die Leute da echt so einen Artikel lesen wollen, bevor sie ein Produkt kaufen. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist der Fakt, dass bei dieser Seite die Möglichkeit gegeben wird, sich ganz einheitlich über das Thema Kaffeevollautomaten einzulesen. Es werden hier verschiedene Produkte miteinander verglichen und auch interessanterweise nicht nur so 5 Produkte, sondern eine ganze Menge an Produkten. Und hier wird sich Mühe gegeben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Dwell-Time auf dieser Seite absurd hoch sein wird. Kaffeevollautomatberater ist jetzt auch eine spezifische Seite. Jetzt nicht ganz so ausgearbeitet wie Coffiness. Hat auch gut Content und ich glaube, hier wird man sich auch lange durchlesen können. Sieht aber jetzt schon eher wie so eine typische Affiliate-Seite an der Stelle aus. Das finde ich eigentlich gerade ziemlich interessant. So ein typisches, wahrscheinlich sogar auf dem Affiliate-Theme aufgebaut. Und erst dann kommen halt die Authorities chip.de, test.de, stern.de. Und da muss ich dann gerade mal ein Statement zu dieser Nische abgeben, nämlich für das Parent-Keyword Kaffeevollautomat-Test zu ranken,
wird echt nicht einfach sein. Da denke ich mir halt, okay, wenn man jetzt als neuer Affiliate in diese Nische reingehen will, weiß ich jetzt nicht, was man machen kann, um da wirklich garantiert auf Platz 1 zu ranken, weil Coffiness halt echt so ein perfektes Suchergebnis eigentlich darstellt. Und das ist jetzt auch eine Nische. Natürlich wird hier Linkbuilding relevant sein. Und ich habe mir auch die Seiten im Vorfeld angeschaut. Die machen ja auch spezifisch Linkbuilding für ihre Seiten. Vor allem Kaffeevollautomatberater, wage ich zu behaupten, benutzt sogar auch PBNs. Aber das wäre jetzt so auch eine typische weiße Nische, wo man wahrscheinlich mit Linkbuilding nicht so krass vorankommt, wie zum Beispiel bei CBD-Öl. Und da denke ich mir halt, wenn ich da jetzt sogar jetzt schon ein Rating für abgeben muss, wie schwer es ist, hier zu ranken, würde ich ganz klar sagen, sogar schwerer als für CBD-Öl kaufen zu ranken. Hier müsste ich dann sagen, Competitiveness vielleicht 8 oder 9 von 10. Es ist schon nicht so einfach. Das Ding ist halt auch, wenn man hier ranken will, will man ja nicht unten auf der ersten Seite landen und dann, keine Ahnung, eine Click-Through-Rate von trotzdem nur 3% haben. Da denke ich mir halt, da ist das Ergebnis einfach immer noch irrelevant und es bringt einfach nicht viel, auf Platz 10 zu landen. Deswegen will ich mir jetzt nochmal Longtail-Keywords anschauen und da überprüfen, hey, gibt es vielleicht durch spezifische Longtail-Keywords innerhalb von Kaffeevollautomat nochmal ein paar Möglichkeiten, auch als kleinere Seite zu ranken. Dafür gehe ich mal hier in Kaffeevollautomat Questions rein und schaue mir dann mal so eine Frage an. Lebensdauer Kaffeevollautomat. Ist jetzt natürlich kein, kommerzielles Interesse dahinter. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel Sales man machen wird, wenn man da für dieses Keyword rankt. Wahrscheinlich muss man die Traffic sowieso erstmal auf eine andere Seite zielen. Aber das wäre jetzt ein Keyword, okay, das ist auch hart. Focus.de, Test.de, Hausjournal, Chefkoch. Was gibt es sonst noch für Keywords? Wie funktioniert ein Kaffeevollautomat? Ist jetzt auch so eine typische Frage. Und hier rankt Coffee Makers, Coffee Perfect, dein Kaffeevollautomat, Test.de. Also hier hätten wir schon mal ein Longtail-Keyword gefunden, wo auf jeden Fall was geht. Dann schauen wir mal weiter. Wir haben hier diese ganzen Firmennamen noch. Jura Kaffeevollautomat, Krups Kaffeevollautomat, DeLonghi Kaffeevollautomat. Das will ich mir auch mal gerade anschauen, wer da rankt und ob man da Traffic rausziehen kann. Also für Jura rankt jetzt Jura mit der Brand selbst. Wahrscheinlich wird dort auch die meiste Traffic gehen. Von da gebe ich vielleicht mal ein Jura Kaffeevollautomat Test. Auch 1,2k Suchvolumen, das ist immer noch extrem gut. Und hier rankt jetzt der Berater, Coffiness, Stern, Computerbild, Testbericht. Boah, das ist schon extrem competitive. Also das ist schon extrem hart. Krups war ja auch noch eine weitere Brand. Wie sieht's hier aus? Kaffeevollautomat, Berater, Testberichte.de, Testvergleiche, Coffiness, Chip, Testiger. Okay, hier könnte man vielleicht echt ein bisschen was reißen, aber auch da denke ich mir, ich weiß jetzt nicht, wie viel man da rausholen kann. So, vielleicht jetzt zum Schluss meine Einschätzung zu dieser Nische. Also die Competitiveness habe ich ja bereits erwähnt. Es ist extrem schwer zu ranken. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass es unmöglich ist, aber da braucht man schon wirklich eine dedicated Kaffeevollautomat-Beraterseite. Weil das ist einfach das, was die Google-Suchergebnisse einem vorgibt. Von der Competitiveness würde ich jetzt hier mit zwischen 8 und 9, sagen wir mal 8,5 von 10 einschätzen. Lukrativität, da wollte ich nochmal kurz erwähnen, das ist jetzt auch eine Nische, die, da würde ich behaupten, die wird nicht so krass von Algorithm-Updates affektiert, wie zum Beispiel die CBD-Öl-Nische. Von daher, das finde ich eigentlich immer, ist ein sehr schönes Zeichen, dass wenn man sich dort etabliert, es einfach ja eine konstante Seite sein wird, die jahrelang Geld machen wird. Und ja, von daher, wenn ich da jetzt meine Einschätzung geben müsste, auch hier so zwischen 8 und 9 von 10. So ist es halt, je schwerer eine Nische ist, desto lukrativer, beziehungsweise je lukrativer eine Nische ist, desto schwerer ist sie in der Regel. Unmöglich ist nicht. Mich würde es auf jeden Fall auch interessieren, was eure Meinung zu dieser Nische ist. Und das war's jetzt mit der SEO-Audits-Episode. Bis zum nächsten Mal. Dein Richard. Ciao, ciao.